Und jetzt die Einwilligungserklärung kann ich Ihnen ja hier mal geben. Ja. Haben Sie die sich zu Hause schon durchgelesen? Habe ich durchgelesen. Super, dann können Sie sie ja mal soweit ausfüllen. Super, dann schreibe ich es mal nochmal durch. Den Stoff können Sie behalten, den brauchen Sie später auch noch für den Fragebogen, den kurzen, der dann danach kommt. Also wir begrüßen das sehr, dass sich das Robert-Koch-Institut dazu entschieden hat, diese Seroprävalenzstudie in der Gemeinde Bad Feimbach durchzuführen. Wir erwarten uns, dass wir Erkenntnisse darüber bekommen, wie hoch denn die Durchseuchung ist in einer Gemeinde, die ja anfangs der Pandemie sehr stark betroffen war. Wir wollen also wissen, wie viel waren bislang unerkannt erkrankt, um dann auch Rückschlüsse ziehen zu können auf die anderen Landkreisgemeinden, auf die Stadt Rosenheim. Und wir wollen vor allem auch wissen, was sind mögliche Ursachen, wo haben sich die Leute angesteckt, um daraus auch Konsequenzen zu ziehen für die Prävention, um zukünftig besser vorbeugen zu können. Grüß Gott. Okay. So, wir werden einen Drachenabstrich und eine Blutentnahme machen. Okay. Wir werden mit dem Drachenabstrich erstmal anfangen und danach machen wir die Blutentnahme. Ich will eigentlich nur Klarheit und was erfahren, warum wir so stark betroffen waren, was die Ursache war. Das ist eigentlich das, was mich bewegt. In der Nachschau, wenn man das Buch nochmal schreiben sollte, dann würde ich halt sehr viel schneller darauf drängen, dass die Bevölkerung sich mit diesen Hygieneabstandsregeln befasst, dass man die auch einhält, Mund-Nasen-Schutz, all das, was uns jetzt geholfen hat, dass man die Pandemie deutlich einschränken hat können. Aber zu dem Zeitpunkt waren wir einfach noch nicht so weit. Das würde ich aber jetzt ändern. Wünsche mir und bitte alle drum, die aus der Bevölkerung ausgewählt worden sind, dass sie an dieser Untersuchung teilnehmen. Ich habe es gerade gemacht, es ist wirklich kein großer zeitlicher Aufwand und gleich vorbei. Ich würde mal bitten, dass alle mit teilnehmen, dass wir einen repräsentativen Querschnitt bekommen aus der Bevölkerung. Es hilft uns natürlich, um den Krankheitsverlauf besser verstehen zu können und auch zu wissen, was sind Risikofaktoren und Schutzfaktoren. Und das ist natürlich wichtig. Wenn wir die identifizieren können, dann können wir die ja auch übertragen und sagen, okay, das sind wirklich jetzt Aspekte, die berücksichtigt werden sollten, auch bei der Planung von Maßnahmen. Also ich denke, das ist einmal sehr wichtig und auch zu schauen, gibt es besondere Gruppen, die auch, sagte ich schon, besonders betroffen sind. Wir sehen jetzt zum Beispiel in anderen Ländern, dass Menschen, die ärmer sind, häufiger betroffen sind, häufiger hospitalisiert werden, schwerere Verläufe haben. Und das ist natürlich wichtig dann, wenn wir später auch Maßnahmen in Bezug auf die Folgen der Epidemie implementieren, das mit zu berücksichtigen.